Viele denken behindert, entweder blind, man hat eine Gehbehinderung oder man sitzt im Rollstuhl. Wenn ich sage, ich arbeite bei der Gewerkschaft, ich bin eine Beschäftigte, ich habe eine Lernbehinderung, die denkt dann, weiß ich nicht. Nee, das glauben die mir meistens nie. Die Möwecker Werkstätte. Dass hinter dem Namen einer der großen Anbieter von Dienstleistungen in der Region steckt, weiß nicht jeder. Für Menschen sowohl mit als auch ohne Behinderungen wird hier die aktive Teilnahme am Markt ermöglicht. In Bezug auf Schulungsmaßnahmen wurde unter anderem der Kurs Musik erstmals am 8.3.2000 angeboten. Sowohl durch Spenden als auch durch die Organisation von Instrumenten aus dem privaten Bereich entstand eine ganz eigene Maßnahme. Die Mürwiker Band war gegründet. Was mit wenig begann, wurde schnell zum Erfolg. Die Band spielte zu den verschiedensten Anlässen. Tag der offenen Tür, Weihnachtsfeiern, Sommerfesten, Jubiläumsfesten, Vereinsfesten, Festivals, kirchlichen Veranstaltungen, Straßenfesten und so weiter. Die Stimmung war durchgehend gut. Es gab positive Resonanz vom Publikum und die Band kommt an. Dies ist ihre Geschichte. Ja, ich heiße Ralf Hohm. Ich bin seit 15.01.03 in der Möwiger Band. Ich bin Sänger in der Band und das kam durch Stefan Lind. Ich war früher in der beruflichen Bildung. Da hat er mich mal gefragt, ob ich mir das erstmal angucke. Und dann hat Stefan gesagt, dass mir das gefällt da. Und dann wollte ich da mitmachen. Weil zuerst war ich aufgeregt, aber dann ging es ja. Ja, so, mein Name ist Stefan Lind und ich arbeite jetzt seit 17 Jahren hier bei den Möwiger Werkstätten. Ja. Gut, nochmal Bennett ab dein Solo. 1, 2, 3. Wir haben da keine Berührungsängste. Das ist ja tatsächlich so, die Band, die gibt es jetzt seit Mai 2000. Da sind wir angefangen in ganz kleinen Stil. Also wir erleben eigentlich mit der Möwiger Band schon Inklusion. Da war diese Begrifflichkeit noch gar nicht in den Medien, in der Öffentlichkeit. Wir haben gesagt, wir gehen raus, wir trauen uns, wir machen. Und bisher ist es auch eigentlich immer recht erfolgreich gelaufen. Ich bin Anne. Ich bin jetzt seit 5. Dezember 2001 hier bei den Möwigern. Und so lange bin ich auch schon in der Band und ein, zwei Jahre später kam der Bass dazu. Ja, das macht Spaß und wollte auch nie was anderes machen. Ich habe ja Förderschulabschluss und ich habe versucht, einen Hauptschulabschluss bei der HNA-Schule zu machen. Aber ich habe eine Lernschwäche und kam da nicht mit. Und dann war ich halt ein paar Wochen arbeitslos, habe hier Praktikum bei dem Möwegang gemacht und habe hier halt angefangen. Und für mich macht das sehr viel Spaß, vor allen Dingen das Highlight für mich war, das war in Graz, Österreich. Das war so Eurovision Song Contest, so ähnlich. Und es hat auch mit anderen Spaß gemacht, mit anderen Ländern zu kommunizieren und zusammen zu spielen. Jetzt Start Nummer 1 Deutschland, die Möwiger Band und Mann, oh Mann, es ist Klaus. 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 Dankeschön! Dankeschön! Ihr sagt ja Moin Moin auch spät am Abend, oder? Ja. Hat das einen Grund? Nee, das heißt Hallo, alles Mögliche. Das sagen wir morgens, mittags, abends. Ja? Einiges mindestens. Hallo Norbert! Ich bin Norbert. Und eigentlich mit Stefan zusammen, von Anfang an bei der Möwiger Band dabei. Meine Aufgabe ist die technische Umsetzung des Ganzen und die musikalische Begleitung. Ja, also auf Vorurteile stoßen wir schon, wenn wir irgendwo auftreten. Ne? Aber wenn wir dann losspielen und die Show läuft, dann ändert sich das meist sehr schnell. Ne? Dann fangen die Leute, machen sie mit und tanzen und finden das geil. Ich bin ja so ein Zwischending. Ich besetze eigentlich einen Platz für Leute, die schwächer sind als ich. Und viele verstehen
was verstehen die unter behindert? Weil viele denken behindert, entweder blind, man hat eine Gehbehinderung oder man sitzt im Rollstuhl. Wenn ich sage, ich arbeite bei der Gewerkschaft, ich bin ein Beschäftigter, ich habe eine Lernbehinderung, die denkt dann, weiß ich nicht. Nee, das glauben die mir meistens nie. Meine Erwartung damals, als ich anfing, Hauptschule nicht geschafft, Ausbildung in der Probezeit bin ich weggegangen. Das war schon ein Tief, das steckt keiner weg. Gerade wenn wir Neuzugänge kriegen im Grundkurs, dann gucke ich schon, na, wo sind Talentierte dabei, nämlich freitags mit denen halt musizieren, Gitarre spielen, ein bisschen Gesang machen. Und da finde ich im Prinzip meine Talente. Ne? Und die werden dann im Prinzip bei uns weiterentwickelt. Wenn sie das erste Mal vor dem Mikrofon stehen, ist es schon ungewohnt. Ne? Aber sie werden eigentlich von der Band immer herzlich empfangen, aufgenommen. Sie kriegen auch einen Applaus, wenn sie das erste Mal mitsingen. Ob sie jetzt gut oder schlecht sind, ist egal. Sie werden aufgenommen, sie werden akzeptiert. Jeder für sich nimmt da andere, was anderes mit. Ne? Und jeder geht da anders mit um. Manch einer, so wie Ria zum Beispiel, der ist ja nach vorne preschend. Ne, der hat ja überhaupt keine Berührungsängste und andere Leute, die Berührungsängste haben, die lernen dadurch, sie irgendwie abzulegen und auf die Menschen zuzugehen, auf das Publikum. Oder zum Beispiel Philipp, er stottert ja stark zum Beispiel, aber wenn er singt, kriegt er das doch mal wunderbar hin. Ne? Das hilft ihm sicherlich sehr und gibt ihm sicherlich auch viel Selbstvertrauen. Also ich habe die Erfahrung gemacht bei vielen, die sehr viele Probleme haben, auch im sozialen Bereich und mit sich selbst nicht klarkommen, geringe Frustrationstoleranz haben, Aggression in sich geführt haben. Die kommen in die Band rein und merken auf einmal, sie stehen im Mittelpunkt. Die stehen auf der Bühne, sie sind da, sie bedeuten etwas, sie werden anerkannt, sie kriegen Applaus für das, was sie machen. Also das Selbstwertgefühl für jeden Einzelnen wird also ganz enorm gesteigert. Und ich denke, das ist ein ganz großer Grund auch für die Leute. Sie stehen in der Öffentlichkeit, sie werden akzeptiert, so wie sie sind. Sie leisten was, sie können was machen. Das, denke ich, ist auch ein entscheidendes Ding. Andreas. Ja, moin, ich bin Andreas Fahner aus Flensburg. Ich spiele bei der Band Santiano mit. Und in dieser Funktion bin ich auch hier gelandet bei den Möwigern, weil ich gefragt wurde, ob ich ein Lied mit den Möwigern singen würde. Und zwar Frei wie der Wind, das ich selbst geschrieben habe und was Santiano eben spielt. Wir sind frei, frei wie der Wind, wir sind frei. Wir sind und das habe ich natürlich gerne gemacht. Und gerade eben war die Probe und die war sehr gut. Hätte ich so gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht erwartet. Das ist so gut flutscht. Super, klasse. Also wie gesagt, ich habe das, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht erwartet, dass das so, das hört sich einfach an, ist es aber gar nicht. Also es sind viele Akkorde drin und der Rhythmus ist schwierig. Dann, das Stück, das braucht so eine gewisse Coole, so ein, also nicht zu schnell werden, das ist wichtig. Okay. Ja. Ja? Ja. Das haben sie ganz große Klasse gemacht, also das wird, glaube ich, ein großer Erfolg und ich hoffe, dass sie das auch weiterhin spielen, wenn ich dann mal nicht dabei bin. Ja, komm mit uns, große Frage. Okay. Auf jeden Fall habe ich lange Zeit unter anderem eben auch bei den Möwigern gearbeitet und als Betreuer. Deswegen habe ich schon eine andere Einstellung oder eine ganze andere Erfahrung gesammelt mit der Band. Also ich kenne sozusagen das Klientel, ich habe die teilweise also auch betreut und ich kenne die Betreuer und ich kenne die Idee, die dahinter steckt und das ist natürlich super. Und als es losging, das ist ein paar Jahre eher her, ich weiß gar nicht, 10 Jahre oder so, da habe ich gedacht, naja gut, das wird dann irgendwie so ein Projekt, jeder kloppt mal auf dem Kochpott rum. Aber das kann man wirklich so nicht so, also es ist wirklich musikalisch einfach gut. Also gibt es einige Amateurbands von nicht behinderten Menschen, die sind aber grottenschlechter. Definitiv. Okay, auf geht's. Wir Freibeuter am Meer stehen immer fest zusammen. Ein jeder für den anderen, sind Brüder Mann für Mann. Ich habe Angst, dass ich das Lied voll vergeige. Na, aber ich hoffe, ich habe gestern noch geübt.
umso länger ich geübt habe, umso besser wurde das. Aber irgendwie, trotzdem, das hilft nichts. Ich konnte kaum schlafen, aber ich bin hellwach. Andreas Fahnert und Axel Stoßberg kommen von St. Jaun und ich freue mich so tierisch drauf. Ne, da habe ich schon Lampenfieber, mein Herz ist nicht mehr oben und pocht, da pochert nicht, ich merke den schon weiter unten. Also. Wir sind frei, frei wie der Wind. Wir sind frei, wir sind wer wir sind. Wir sind stolz ohne Scheu und zertrennlich und treu. Ja, wir sind frei, frei wie der Wind. Oh, die Grenzen ohne Mauern ans Ende dieser Welt. Komm mit uns auf große Fahrt. Ein Sturm zerstört die Bande, die uns zusammenhält. Komm mit uns auf große Fahrt. Wirst du heute mit uns gehen, dann wirst du es verstehen. Und Freiheit ist dein Lohn. Alle, wir sind frei. Wie der Wind, wir sind frei, wir sind wer wir sind stolz ohne Scheu, uns zertrennlich und treu, ja wir sind frei. Ich will hoffen, so wie das bei uns mit der Band läuft, hoffe ich es auch allgemein in der Öffentlichkeit, in der allgemeinen Gesellschaft einfach mal zu gucken. Das sind auch Menschen mit Fähigkeiten, mit Begabungen und die wirklich voll mit einzubeziehen, mit allem, was da ist und auch Möglichkeiten zu eröffnen und zu schaffen. Ja, dann werden Berührungsängste auf einmal werden verschwinden und man wird sehen, Mensch, die können auch was. Die sind nicht nur einfach irgendwie abgestellt auf dem Gleis in einer Werkstatt. Eigentlich bräuchten wir gar keine Werkstätten, weil die Akzeptanz der Allgemeinheit vielleicht noch größer wäre. Die Möbinger Band! Wow! Also ich finde, das sieht man, wenn man denen in die Augen guckt, wie drin sie da sind. Also völlig drin. Und es ist jedes Mal wieder voll, da sind die voll dabei. Perfekt! Super! Dankeschön, Dankeschön. Come with me.